Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde euch hier das Schiff Constellation vom Spiel Star Citizen ein wenig vorstellen. Und in Zukunft werden hier auf meinem YouTube-Kanal auch weitere Videos folgen des Dogfight-Moduls, was ja jetzt eigentlich schon hätte längst draußen sein sollen, aber immer wieder wegen Problemen verschoben wurde. Nächste Woche soll es soweit sein. Ich bin gespannt. Ja, ich fange dann einfach mal an. Hier haben wir das gute Stück schon. Ein relativ großes Schiff. Eins von vielen, was man sich mit Alpha- und Beta-Zugang kaufen konnte. Die Alpha- und Beta-Plätze sind nun alle vergeben. Eine Maximalbesatzung von 4 Personen. Ja, ich gehe dann einfach mal rein. Schauen wir mal. So, schon befinden wir uns im Inneren des Schiffes. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Was zum Sitzen. Wir haben eigene Schlafbetten. An Toilette und Dusche soll es natürlich nicht fehlen, ja. Diese kann man natürlich auch benutzen. Im Dogfight-Modul werde ich leider nicht mit diesem Schiff spielen können. Da gibt es erstmal nur einen einzigen Jäger, den man spielen kann. Und ja, ich bin halt mega drauf gespannt, wie das ablaufen wird und wie sich das Spiel spielen lässt, beziehungsweise der Dogfight-Modul. Ja. Wir spielen, wenn das Spiel draußen ist, sind wir so mit 6, 7 Leuten, die sich privat kennen. Wir sind alle riesen gespannt, was das hier alles gibt. Wenn das alles so wird, wie sich das Chris Roberts vorstellt, dann gut ab. Und ja, hier ist eine der Waffen, die man bannen kann in dem Spiel, in der Constellation. Davon habe ich insgesamt 2 Stück. Ich kann, wie gesagt, 4 Personen mitnehmen. Jeweils einer in einer Waffe und einer oder 2 als Beifahrer. Ja, das war so das Gröbste, was man so zeigen kann. Hier unten befindet sich der Frachtraum. Die Constellation hat eigentlich noch einen Begleitjäger. Der kann von einer anderen Person im Koop oder so geflogen werden. Oder computergesteuert geflogen werden, also NPC-mäßig. Ist jetzt hier leider nicht zu sehen. Aber der Jäger ist immer dabei. Alles sehr schick gemacht worden. Hier ist das Schiff.
Ja. Das war es jetzt erstmal von mir. Wie gesagt, in näherer Zukunft kommen hier die Dogfight-Modul-Videos. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle wieder. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Lasst mir doch einfach mal einen Abonnenten da. Man sieht sich in den nächsten kommenden Dogfight-Modul-Videos. Bis dann.